Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterrecker. Die wichtigen Ereignisse der Woche jetzt diskutiert, später natürlich als Podcast, um nachzuschauen, nachzuhören. Online srf3.ch. Was hat uns beschäftigt diese Woche? Ein Erdbeben gestern früh am Morgen in der Region Sargans. Nichts Schlimmes. Richtig geschüttelt hat diese Woche nur der FC Basel. Ausgeschieden in der Champions League. Ein paar Worte zum Trost an dieser Stelle von... Die habe ich vorher schon gesehen. Wer bist du schon wieder? Name ist Vujkovic. Ich bin der Bachelor. Ich bin der Bachelor vom Fernsehen. Genau. Und du sagst ja, du spielst selber Fußball sogar, und zwar bei Rapperswil, gar nicht schlecht. Du kannst Basler sicher ein bisschen trösten. Lieber Murat, ich habe mich sehr darüber gefreut, wie wir uns das gezeigt haben. Ich merke, dass ich wirklich ein Wille weiterkomme. Dann aber doch ein Goal zweimal blinkt. Darum bin ich mir nach dem Spiel nicht mehr sicher gewesen, ob es bei euch auch kribbelt. Oder ob es einfach nur ums Gewinnen geht und ob ich euch eine Rose geben soll. Gut, kein Sportler, der extra verlieren will, ja, das muss man schon noch festhalten. Mein Kollege vom Sport, der Rainer Maria Salzgeber, kann das sicher bestätigen. Das müssen wir diskutieren. Soll der FCB trotz Niederlage die Rose von Vuja holen? Wer ist überhaupt der Vuja und warum versteht man ihn so schlecht, obwohl er kein Walliser ist? Ich möchte sagen, das müssen wir analysieren. Und für das schalten wir gerade direkt auf Basel ins Krisengebiet in die Muttenzer Kurve zu unserem Sonderkorrespondent Werner van Gent. Unglaubliche Szene hier vor Ort. Die Lage ist bis sich so und werden die Basler Chemiewaffen einsetzen. Ich habe mit Fans in einem Kaffeehaus auf dem Stadionrasen gesprochen und ein Großteil der Basler ist für die Rose von Vujkovic. Man spürt, dass das Volk Gefühle hat, ob das Ganze ein Sonnenuntergang oder ein romantisches Sprudelbad in einer Hotelsuite mit sich zieht, ist den Menschen hier egal, zurück ins Studio. Und weiter mit Sport hier im Studio. Die Lara Gut fährt im Moment genauso, wie sie heisst. Und endlich haben wir wieder einen grossen Schweizer Namen im Sport. Wie früher der Roger Federer. Ja gut, Alter, aber ich bin nicht mal gut gewesen, sondern der Beste. Alter. Und alle wollen jetzt etwas von der Lara, sogar unser Fußballnationaltrainer Otmar Hitzfeld. Juch, faszinierend, wie schnell das Mädchen unterwegs ist oder am nächsten Leben wird ein Katamischkeit haben. Als Fußballtrainer habe ich top Erfahrungen mit Süßis und Sissis. Und der Bachelor Vujo macht sich jetzt seit dem Moment bei mir im Studio an Lara her. Ich glaube es nicht. Lara, ich würde gern hinter deine Augen und hinter dein Liebli schauen. Aber ich weiss nicht, wie sich meine Gefühle für dich entwickeln. Um dich zu überzeugen, habe ich etwas ganz Spezielles vorbereitet. Ein Sonnenaufgang. Siehst, ich wünsche, dass ich einmal so hell wird wie die Sonne da. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterrecker.